Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr zum Beispiel auch nicht das Video zum zweiten Stil für Deadpool, das nachher online kommen wird. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal folgen, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Dort werden wir mal versuchen, heute die Solo-Hype-Night auf so ziemlich jeder Region durchzuspielen. Deshalb geht gleich direkt, wenn das Shop-Video wahrscheinlich online ist, der Stream auch los. Würde mich freuen, wenn ihr dort mal einschaltet und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an und heute haben wir tatsächlich wieder Deadpool-Items im Shop und auch besondere Angebote, also wieder die gleichen Angebote wie letztes Mal, die ja am letzten Freitag mit dem Deadpool-Skin reinkamen. Ich würde mal sagen, wir beginnen ganz links. Hier haben wir einmal das Deadpool-Mash-Up-Paket für 2000 V-Bucks statt 3000 V-Bucks, das heißt 33% Rabatt im Prinzip. Hier haben wir einmal den Ravenpool-Skin, der ganz normale Raven-Skin im Prinzip, nur mit mit einem roten Grundskin. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und dann noch der Kuschelpool-Skin, auch wieder in rot-schwarz. Sieht sehr, sehr nice aus. Natürlich kann man beides auch einzeln kaufen, kostet jeweils 1500 V-Bucks. Also im Prinzip beides ein epischer Skin, obwohl die Grundskins, also der normale Kuschelbär und Raven Skin ja beide 2000 V-Bucks kosten. Ist auf jeden Fall ganz nice, dass die so ein bisschen günstiger sind. Dann haben wir als nächstes den Riley Skin mit der Wild X Lackierung. Dann haben wir den Chopper Skin, die Pfadfinderin, dann den Glitter Emote. Als nächstes haben wir dann noch den Krabben Emote. Dann haben wir den Endlosrad-Emote und als letztes bei den täglichen Gegenständen Hitzkopf. Dann haben wir natürlich noch die besonderen Angebote. Hier hat sich soweit erstmal nichts geändert zur letzten Woche. Einmal kann man natürlich hier wieder auch das ganze Deadpool-Ausrüstungspaket als Paket kaufen, also alles zusammen bekommt man etwas Rabatt drauf. Bei euch wird es ein bisschen teurer sein, wenn ihr zumindest nichts hiervon gekauft habt. Ich habe eh mal schon ein Item, sonst würde es glaube ich 1900 oder 2000 V-Bucks kosten, irgendetwas in dem Dreh. Hier haben wir auf jeden Fall einmal den Drachenhorngleiter, dann den Chimichanga Emote, dann die Fleischhämmer Spitzhacken und als letztes noch den Flott unterwegs Emote. Ist auch ein Fortbewegungs-Emote und sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem Shop-Video. Ich hoffe mal, dass ich glaube, es kann sogar sehr gut sein, dass wir in den nächsten Wochen noch mehr Deadpool-Items und Deadpool-Skins bekommen werden. Zum Beispiel ist ja auch, glaube ich, ein Deadpool-Charlie auf dem Emote zum Beispiel auch hier drauf. Und auf dem Battle-Bus ist er, glaube ich, auch drauf. Hier an der Seite ist zum Beispiel so ein Deadpool-Charlie. Deshalb glaube ich, dass da auf jeden Fall noch ein paar Skins und Items auf uns warten werden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich finde diese ganze Kooperation eigentlich ziemlich nice. Ich würde sagen, das war es jetzt aber mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.